immer näher ran. Ja, herzlich willkommen hier zum nächsten Keksspiel Airsoft Video bzw. zum 100.000 Abo Special. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich Danke sagen an alle, die bis hierhin überlebt haben, bis zu 100.000 Abonnenten. Ich glaube mittlerweile sogar schon 113.000, also es ist eine gigantische Zahl. Als ich angefangen habe, da wollte ich das eigentlich nur für mich und meine Freunde hochladen. Und mittlerweile ist das hier so ein großes Projekt geworden, so ein großer Kanal. Und ihr habt es ja gesehen, wir sind ja letzter Zeit richtig erfolgreich geworden, was die Zusammenarbeit mit anderen Firmen angeht. Zum Beispiel fliegen wir jetzt nach Spanien nächstes Wochenende und stellen euch dort Produkte vor. Das wäre wahrscheinlich ohne euch gar nicht möglich gewesen. Also da möchte ich echt mal Danke sagen an alle, die die Videos irgendwo teilen auf Facebook, irgendwie liken, irgendwie kommentieren. Ihr helft uns allen sehr, die Videos zu verbreiten. Und je größer wir sind, desto größer werden natürlich die Projekte. Ihr habt es ja gesehen. Viele Leute haben sich auf Facebook bei einer Umfrage, was mache ich denn jetzt als 100.000 Abonnenten-Special, gewünscht, dass ich nochmal Airsoft spielen soll. Und da dachten wir, okay, machen wir einfach und nutzen dazu gleich die Gelegenheit, hier bei den Airsoft Days quasi Airsoft zu spielen. Das ist hier eine CQB-Halle, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich durfte mir auch selbst eine Waffe aussuchen. Das ist die G&G Firehawk
Die habt ihr ja schon bei uns im Review gesehen. Wenn nicht, schaut euch das Review auf jeden Fall an, wenn euch die Waffe interessiert. Und ich kann nur sagen, jetzt auch nach diesem Spiel, es ist eine super Waffe, gerade für CQB hier, gerade für die Halle. 0,49 Joule habe ich jetzt gekront mit der, anders als im Review. Die hat quasi bis ans Limit, wurde hier ausgereizt. Und ja, eine sehr schöne Waffe. Ich habe schon sehr viele Hits gemacht damit, aber das seht ihr ja im Video dann. Übrigens ist diese Waffe hier von X-Guns. X-Guns hat dieses Video gesponsert und das war wirklich so eine Last-Minute-Aktion. Ich habe X-Guns ja schon kennengelernt auf der DE. Da durften wir schon deren Lieferwagen nutzen, um unsere Kameras zu lagern. Wirklich auch an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Und dann dachte ich mir, schreibe ich X-Guns einfach mal an und frage sie, ob sie Lust haben, unser Kekspiel Airsoft Video bzw. die Videoreihe. Da kommen noch ein paar andere Videos, denke ich, wir spielen da hier den ganzen Tag. Ob die Lust haben, das zu sponsern? Und die haben sofort gesagt, ja, machen wir sehr gerne. Haben uns diese Waffe hier zugeschickt und zwei Akkus. Und ja, da an dieser Stelle einfach dickes Danke an X-Guns, dass das so reibungsfrei abgelaufen ist. An dieser Stelle möchten wir uns aber auch natürlich bei allen bedanken, die uns in den letzten, ich glaube, 3 Jahren sind es jetzt mittlerweile Unterstützer haben. Mit dabei natürlich Parrot von Runlex Airsoft, der übrigens mich jetzt auch gerade filmt hier. Steht hinter der Kamera, er grinst wahrscheinlich auch gleich, weiß es nicht. Aber man muss echt mal sagen, also wir haben so viel zusammengearbeitet, Runlex und Airsoft Keks ist quasi schon ein Kanal geworden. Und da wird es natürlich in Zukunft auch, denke ich, noch mehr Content geben, also wir verstehen uns sehr gut. Wir drehen sehr viele Videos zusammen, mit Spanien sind wir auch wieder zusammen unterwegs. Und auch ein großes Dankeschön an denjenigen, der uns überhaupt hier die ganzen Akkus zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise zugeschickt hat, das war sehr nett, mit diversen GoPro-Mounts zusammen. Da ist quasi auch wieder so eine Sache, dass ich hätte auf die Schnelle nach der Investition, die wir gerade in neue Kameras hatten, nicht neue Akkus kaufen können. Und die Tatsache, dass wir hier so viel filmen können, wirklich, also vielen Dank. Bevor ich irgendwas falsch ausspreche, blende ich euch jetzt hier mal den Spielernamen ein. Also vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an Rusty, der hat uns geholfen, eine Art Käfig für die Kamera zu bauen, dass das gewichtstechnisch wieder auf unser Steadicam optimiert ist. Vielen Dank. Und ja, das wäre es eigentlich schon fast gewesen. Auch nochmal ein dickes Dankeschön an alle, die in den letzten Jahren auf PayPal gespendet haben. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wir haben die Spendenfunktion über PayPal abgeschafft. Das lohnt sich für uns überhaupt nicht. Also da war jetzt auch gefühlt ein Jahr lang nichts mehr los. Da haben wir uns irgendwann gesagt, okay, wir können es auch abschalten. Wir haben davon jetzt nichts. Es gab zwar immer wieder vereinzelt Leute, die mal kleine Beträge gespendet haben. Auch vielen, vielen Dank an die Leute, die das gemacht haben. War für uns aber eher so ein symbolischer Wert, weil wenn wir hier unsere Kamera zerschossen wird, dann kostet uns das schon mal ein paar tausend Euro. Und da bringen dann so ein paar Spenden leider auch nicht viel. Ja, deswegen haben wir es abgeschafft. In Zukunft werden wir mehr mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Habt ihr ja schon gesehen, hier KS Tactical Watches zum Beispiel. Von solchen Sponsorings haben wir dann deutlich mehr. Und ich denke, da haben wir auch alle was von. Das war's gewesen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Oder ich glaub's nur. Komm mal her. Was war das denn? Ich hab nicht mal gesehen, woher. Profispieler, Leute, Profispieler. Ja. 70 Euro. Wir haben sehr seltsame Routen in Google Maps. Wirklich sehr seltsam. Nobody cares. Was? Und er so, no. Und hier los ins Google Maps und wir sind übrigens so mitten in der Route, also so 300 Kilometer hinter uns. Nobody cares. Ihr wollt das sehen, oder? Jungs, schreibt es in die Kommentare, dass ihr genau das sehen wollt. Clickbaiter. Wo zum Fick sind wir? Fahr lieber.